Moin Moin und grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassenmontagesysteme. Ich begrüße Sie aus unserem Mediakeller in Minden. Und wir möchten Ihnen heute mal wieder die Terrasse eines Kunden zeigen. Nicht, weil sie eine Besonderheit ist, sondern ganz einfach, weil man gerade bei solchen Terrassen, wie Sie sie hier im Bild sehen, Sie sehen jetzt gerade hier das entsprechende Planungsbild des Kunden, was er uns geschickt hat. Sie sehen also eine teilüberdachte Fläche, einen Balkon, entsprechend abgedichtet, soll erneuert werden durch Keramikplatten, 2 cm. Sie sehen hier die Zeichnung des Kunden, nach der wir dann entsprechend die Planung erstellt haben. Und Sie sehen hier schon an dieser Zeichnung die entsprechenden Probleme, dass eben halt durch viele Rücksprünge und entsprechend eben halt auch keinen Randbegrenzungen, das ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, warum ein umlaufender Randabschluss so wichtig ist, ja, warum im Grunde genommen eine Rinne so wichtig ist, etc. Punkt, Punkt. Alles das hat der Kunde in diesem Video verbaut. Er hat verbaut unser 4523 Ecofix-System mit unserem Plattenhalter auf dem System. Sie wissen, wir vertreten die Philosophie, die Platte nicht auf dem Alu ablegen, weil je nachdem, welche Plattenformate Sie haben, haben Sie dann keinen Wasserabfluss, weil wenn die Platte auf dem Alu liegt, kann das Wasser nirgendwo abfließen. Ja, und außerdem im Grunde genommen eben halt können die Platten klippeln. Deshalb haben wir einen Plattengleiter, der im Grunde genauso wie bei Stelzlagern die Platte punktuell lagert, sie vom Alu trennt, das heißt, Sie haben weniger Kippelwirkung und Sie haben auf allen Seiten dort, wo die Fugen sind, entsprechenden Wasserablauf. Sie sehen in diesem Video verarbeitet, ein gutes Beispiel dafür im Übrigen, umlaufender Randabschluss. Das heißt, ein Abschluss, der umlaufend um die gesamte Fläche geht, nicht nur stückchenweise irgendwelche kleinen Abstandshalterchen und so weiter, sondern wir arbeiten mit einem professionellen, stabilen Randabschluss um die Fläche drumherum, gerade in diesen Rücksprüngen und um irgendwelche Pfosten drumherum oder wenn Sie keinen Ausrutschschutz nach vorne haben, wie gesagt, ganz klarer Fall, Systemvorteil, umlaufender, stabiler Randabschluss. Der Kunde hat ein Stelzlager verbaut auf einer entsprechend abgedichteten Fläche. Sie sehen auf der Fläche auch wieder ganz genau diese kleinen Dachbahnnahten, ja, die im Grunde dort entsprechend überbrückt wurden mit unserem selbstklebenden Schaumklebeband, ja, was wir im Programm haben. Selbstkleben unter dem Stellfuß, was entsprechend diese Dachbahnnähte ausgleicht. Der Kunde hat auch noch andere Pads genutzt, um entsprechend auch so ein paar Höhenunterschiede auszugleichen, was überhaupt kein Problem ist, Gummigranulat. Und letztendlich hat er dann auch verbaut, unsere Rinne im Eingangsbereich, das Schöne an unserer Aluminiumrinne, wie Sie es auch gleich im Film sehen werden, ist, dass sie erstmal natürlich extrem preisgünstig ist und sie ist statisch stabil. Also diese Rinne ist auch Krankenbett und Rollstuhl befahrbar. Und das Schöne daran ist, Sie können sie schneiden. Ja? Das heißt, eine Aluminiumrinne kann man im Grunde ganz einfach mit entsprechenden Sägeschnitten anpassen, ob schräge, ob eine Ausklinkung, ob die Rinne nochmal teilen, ja, weil die entsprechenden Türeintritte eben halt anders sind. Das geht mit zum Beispiel Edelstahlrinnen nicht so einfach. Ja. Und von daher, wie gesagt, unsere Rinne wurde dort verbaut. Das heißt, im Grunde kommen dort diese Produkte zum Einsatz. Ja, also kann das hier auch mal zeigen, wie einfach im Grunde genommen ja, das ist. Indem man eben halt mit unseren Stellfüßen arbeitet, dann werden die Höhen nivelliert. Auch in diesem Fall sollte die Bauhöhe inklusive Plattenbelag nicht über 110 mm laufen. Und wie Sie das hier sehen, mit dem entsprechenden Randabschluss haben Sie nicht nur die entsprechende Bauteiltrennung, dass die Platten nicht nach außen schieben können und in einer Fläche, wenn es umlaufend eben halt umrandet ist, entsprechend auch im System gehalten werden. Sie haben auch den Vorteil, dass Sie den Stellfuß nicht schneiden müssen. Ja? Das heißt, dass im Grunde genommen der Stellfuß entsprechend bündig hier mit dem Überstand des Randhalters abschließt. Alles das wurde in diesem Film verbaut. Wichtig ist, dass Sie als Kunde auch wissen, es kommt oft gar nicht auf die Größe der Terrasse an. Viele Kunden machen den Fehler, dass sie denken, oh, ich habe einen kleinen Balkon, nur 6 Quadratmeter oder 9 Quadratmeter oder 12 oder in dem Fall, glaube ich, sind es knapp über 30 und das kann ich ja einfach so mal bauen. Das ist genau die Gefahr, eben halt gerade kleine, verwinkelte Flächen, die um Ecken gehen, die Rücksprünge haben, ne, wie Sie es gleich im Film sehen werden. Genau die sind im Grunde prädestiniert für Alusysteme, weil genau da ist das Problem, dass Sie nur zum Beispiel mit Plattenlagern nicht unbedingt sehr gute Ergebnisse erzielen und dort brauchen Sie eben halt genau diese Produkte, die wir haben. Randabschluss, Stelzlager zum Höhennivellieren, entsprechende Pads, um die Bodenunebenheiten auszugleichen und dann erreichen Sie, so wie im Video zu sehen, eine entsprechende Top-Terrassenfläche und lange Rede, kurzer Sinn, folgen Sie uns auf die Baustelle.
liebe Kunden, ich hoffe, Sie konnten im Video sehen, wie professionell und eben halt dann auch stabil, gerade auch durch einen, ich wiederhole, umlaufenden Randabschluss. Sie haben gesehen, die kleinen Schmutzkanten, komplett können die abgelegt werden auf so einem durchgängigen umlaufenden Randabschluss, wie der Kunde es realisiert hat, seine Terrasse. Und was soll ich sagen? Arbeiten Sie mit Profis, mit Profimaterial und Sie erreichen Profi-Ergebnisse. Und auch noch mit kostenloser Planung und Beratung durch uns. Es ist völlig egal, lieber Kunde, was Sie benötigen. Ob Sie einen Balkon bauen, ob Sie eine aufgestellte Terrasse bauen, ob Sie einen Technikschacht-Pool bauen, ein fahrbares Pooldeck brauchen, eine Treppe, eine Rampe, Teilflächen. Ja? Es ist völlig egal, welche Terrassenart Sie benötigen. Wir haben die Lösung dafür. Es ist völlig egal, welchen Belag Sie verbauen. Wir haben die Lösung dafür. Sprechen Sie uns an. Wie viele tausend Kunden vor Ihnen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Wünschen Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.